Hallo allerseits, ich bin Peter Bernstein. Ich bin heute im MVG-Museum der Münchner Verkehrsgesellschaft und ich bin jetzt hier beim Axel Hempelmann. Der ist Vorstand der Z-Freunde International, Spur Z. Und der zeigt mir jetzt aber nicht Eisenbahn, sondern ein ZK-System. Ja, also das K-System hier, man kennt es aus den größeren Spurweiten. Im Grunde ist das alles jetzt mechanisch verkleinert für Spur Z und diese neueste Generation von Fahrzeugen, die es jetzt seit kurzem gibt, die können wir jetzt mit Infrarotdioden einfach anhalten. Das heißt, die Fahrzeuge haben auf der Unterseite einen Fototransistor mit Tageslichtfilter und damit kann man dann also ganz einfach mit einer Infrarotdiode eine Stoppstelle machen. Das grundsätzliche Prinzip dieser K-System ist wie auch bei den H0-Fahrzeugen, also Motor und Getriebe und eine Batterie, die hier jetzt nicht drin ist, im Fahrzeug. Und die Lenkung, das ist natürlich dann ein feinmechanisches Wunderwerk in Spur Z, die pendelt und sie reagiert tatsächlich dann eben auf größere Abstände auf einen Magnetstreifen in der Fahrbahn. Das heißt, in der Fahrbahn ist eingebettet ein Magnetstreifen? In der Fahrbahn ist ein Magnetstreifen drin. Gegenüber den Systemen mit einem Stahldraht hat es den Vorteil, der Stahldraht muss sehr genau an der Oberfläche liegen und auf einer realen Modellbahnanlage ist ja die Straße dann meistens nicht so top eben und wenn der Magnet dann die Straße berührt, ist die Reibung einfach zu groß und mit so einem Magnetband ist man wesentlich flexibler und kann da auch Unebenheiten überschreiten und alles. Und das Magnetband gibt es eben mittlerweile auch mit einem halben Millimeter Dicke, sodass man das also auch nachträglich ganz gut in Modellbahnanlagen einfügen kann. Und die ganzen Geschichten hier, eine Zeitsteuerung, die mit einem Arduino gesteuert ist in dem Falle? Das ist hier nur, sagen wir mal, für die Ausstellung, dass wir ein bisschen automatischen Betrieb machen können. Da sind jetzt rein diese Dinge zeitgesteuert, dass drei Fahrzeuge gleichzeitig in Bewegung sein können, ohne dass man ständig schauen muss, dass sie zusammenstoßen. Das ist nicht zwingend für das System erforderlich. Wie gesagt, für eine Stoppstelle benötigt man lediglich eine Infrarotdiode mit einer Taste, wie das Signal bei der Modellbahn. Und für Weichen könnte man dann beispielsweise von Fissmann diese Car-Motion-Weichen nehmen, die jetzt heuer vorgestellt worden sind. Das würde ja wahrscheinlich dann auch gehen. Es geht auch noch wesentlich einfacher mit, wir haben es in Mannheim, hatten wir es vor kurzem, ein ganz simples Relais, was einfach hin und her unten schaltet. Es muss gar nicht motorisch sein. Da kann man wirklich dann für 1-2 Euro eine Weiche bauen. Das haben wir jetzt leider noch nicht hier, aber bei der nächsten Ausstellung zeigen wir das gerne. Also momentan dann über Infrarot dann rein die Stoppstellen. Elektronik, Intelligenz wird wahrscheinlich nicht recht viel mehr in diesen Fahrzeugen drin sein. Ist eh ein Wunderwerk. Im Moment noch nicht. Es wird aber, es gibt ja für H0 auch oder auch N das Open Car System. Dort sind gerade Platinen in der Entwicklung, die nur noch 9 mm breit sind, die dann auch in so einen Bus wahrscheinlich reinpassen werden. Gut, dann danke ich dem Axel Hempelmann hier für die Vorstellung dieses ZK-System, das jetzt hier auch ein bisschen weiterentwickelt wurde. Und wir wünschen noch einen schönen Messeverlauf. Vielen Dank.